Die Häuser der Konfektion in Sindelfingen, 1970 als erstes Modezentrum in Deutschland gegründet. Die vier Häuser bieten auf einer Verkaufsfläche von über 31.000 Quadratmetern die wichtigste Einkaufsstätte für den Mode-Einzelhandel. Jetzt werden die Werbebanner an den Eingangsfassaden neu gestaltet. Das neue Design ist schnell entwickelt und wird mit Hilfe der Motion-Tracking-Technologie in bewegte Videosequenzen eingefügt. So kann die Wirkung dieser Riesenbanner schon vor der eigentlichen Produktion realistisch beurteilt werden. Gedruckt wird auf sogenanntes Silvermesh-Material. Dieses hochfeste Bannermaterial ist winddurchlässig. Das macht diese Bannergröße erst möglich. Die Druckmaschine kann bis zu 5 Meter breites Material mit bis zu 1000 dpi Auflösung bedrucken. Die Maschine druckt mit 8 Farben und ist für diesen Auftrag mit über 1000 Quadratmeter Druckfläche 2 komplette Arbeitstage ausgelastet. Die Druckbahnen müssen von Hand bewegt und in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Mehr als 200 Meter Material muss geschnitten und teilweise umsäumt werden. Zehn Druckbahnen werden aneinander geschweißt und zusätzlich mit einem Keder versehen. Hier wird später ein Aluminiumprofil eingeschoben, das zur Querstabilisierung dient. Fast 250 Ösen werden angebracht. An diesen Ösen werden die Banner später aufgehängt.